Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute wenden wir uns einer iOS App zu, um genau zu sein, eigentlich einem Widget, nämlich Agenda Plus Calendar and Reminder Widget. Das ist tatsächlich nur, ja im Prinzip nur ein Widget, also alles funktioniert im Widget. Trotzdem gibt es natürlich eine Companion App, weil anders lässt Apple ja Widgets nicht zu. 1,99 Euro kostete der Spaß. In Version 1.0.1 liegt die App vor und Größe 1,3 MB. Neben Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch werden auch Griechisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Schwedisch, Spanisch und hast du nicht gesehen, für Sprachen unterstützt. Die Beschreibung ist Best Calendar and Reminder Widget ever for iOS 8. Es funktioniert aber auch wunderbar unter iOS 9. Es werden über 20 Sprachen oder 20 verschiedene Sprachen unterstützt. Es ist, man kann es bearbeiten, was angezeigt werden soll. Irgendwie nur spezifische Kalender oder nur die Reminders oder sonst etwas. Reminder können ebenfalls angezeigt werden, das habe ich schon erwähnt. Es gibt Quick Actions, Quick Add Event and Reminder. Dann wird die App aber geöffnet. Quick Edit Event requires opening app ebenfalls. Reminders kann man als erledigt abhaken. Man kann Copy Event Title and Location machen und Remove Event and Reminder. Kann man ebenfalls machen, ist kein Problem. Ansonsten, klar, ihr ladet es runter, also ihr kauft es, ihr ladet es runter, ihr fügt es als Widget im Notification Center hinzu. Das wisst ihr, wie ihr das macht. Ihr öffnet das Notification Center, klickt unten auf Bearbeiten und fügt halt das neue Widget hinzu. Wenn ihr die Agenda Plus App startet, dann kommen die Abfragen irgendwie, ob es auf euren Kalender zugreifen kann und auf eure Erinnerung. Das heißt, es wird der iOS-Kalender verwendet. Und dann wird zum Beispiel oben im Widget die Reminders angezeigt und darunter irgendwie die, die Termine untereinander für den heutigen Tag. Links sind dann die Buttons, um zum Beispiel einen neuen Termin hinzuzufügen. Das Ganze funktioniert sehr gut. Man kann es sehr gut nutzen, wenn man wenn einem da zum Beispiel so ein kleiner Kalender einfach reicht, neben dem Apple-Kalender, der natürlich sowieso installiert ist. Ganz klar. Mir persönlich reicht es nicht mehr und ich habe das Widget von Fantastical 2 reingepackt, weil das sieht dann nach schöner aus und da könnt ihr auch irgendwie lange drauf drücken, um dann in Fantastical einen Termin zu erstellen. Fantastical ist sowieso mein Kalender der Wahl. Aber wer keine wirkliche Kalender-App nutzen will oder wem die Apple-eigene reicht und wer nur so ein kleines Widget haben will, wo auch die Erinnerungen oder Reminders angezeigt werden, für den ist Agenda Plus definitiv das Richtige in meinen Augen. Und die 1,99 ist die App, beziehungsweise Widget und die App halt. Also ihr wisst schon, was ich meine. Natürlich definitiv oder auf jeden Fall definitiv wert. Klare Download-Empfehlung meinerseits für einen bestimmten Anwendungsfall. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.